Podfight. Wir leben Wrestling. Was steckt hinter den Aussagen von Matt Riddle? Wie wir gestern bereits berichtet haben, behauptete Matt Riddle während einer Autogrammstunde, ursprünglich als Sieger für den Royal Rumble 2022 vorgesehen gewesen zu sein. Später gab er ebenso an, dass er im gleichen Jahr als Sieger aus dem Money in the Bank Match hervorgehen sollte, ehe Vince McMahon sich kurz vor dem Event für Austin Theory als Sieger festlegte. Nun äußerte sich Dave Meltzer während des Wrestling Observer Radios zu den Aussagen des ehemaligen WWE und UFC Stars. Meltzers Informationen zufolge soll Riddle nie ernsthaft als Rumble-Sieger in Betracht gezogen worden sein. Auch die Aussagen bezüglich Money in the Bank sollen nicht komplett der Wahrheit entsprechen. Zwar soll McMahon sich tatsächlich erst sehr spät auf Theory als Sieger festgelegt haben, allerdings war kurz vor dem Event noch gar kein Sieger festgestanden. Hardy Boys weiterhin unzufrieden bei AEW. Nachdem bereits Matt Hardy in den vergangenen Wochen Unzufriedenheit über seine Einsetzung bei All Elite Wrestling zum Ausdruck brachte, meldete sich nun auch sein Bruder Jeff zu Wort. In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet deutete der 46-Jährige seine Unzufriedenheit darüber an, nur bei Rampage eingesetzt zu werden und nicht bei der Flaggschiff-Show Dynamite auftreten zu dürfen. Backstage-Auseinandersetzung bei Jericho Cruz kommt ans Licht. Jim Cornette sprach in der neuesten Ausgabe seines Podcasts über Chris Jericho und deutete dabei unter anderem an, dass er von einer Auseinandersetzung des 53-Jährigen mit einem nicht genannten Wrestler wüsste, über die er allerdings nicht weiter reden dürfte. Später brachte Cassidy Haynes von BuddySlam.net in Erfahrung, dass es sich dabei um eine Konfrontation mit MVP beim Cruise im Januar 2020 handelte, die damit endete, dass MVP Chris Jericho K.O. schlug. Diese Geschichte wurde mittlerweile auch von Sean Rossap bestätigt. WWE-Personal wollte AEW-Mann als Dunn-Nachfolger. Die Verpflichtung von Lee Fittings als Nachfolger von Kevin Dunn soll Berichten von Dave Meltzer zufolge innerhalb der WWE für viele überraschend gekommen sein. Demnach habe es intern die Hoffnung gegeben, dass sich die WWE um Mike Mansouri bemühen würde. Mansouri war bereits bis 2020 als Vice President for Global Television für die WWE aktiv und arbeitet seit Dezember 2022 als Senior Vice President und Co-Executive Producer für All Elite Wrestling. Aufgrund seines laufenden Vertrags sei eine Verpflichtung laut Meltzer allerdings sowieso sehr unrealistisch gewesen. Augenzeuge spricht über All-In-Konfrontation. Während eines Auftritts in der Podcast-Show Jim and Sam Show sprach DJ WooKid, der Teil von All-In war, über die reale Auseinandersetzung zwischen CM Punk und Jack Perry. Er beschrieb die Situation als sehr intensiv und erwähnte, dass CM Punk sich weigerte, zu einem bevorstehenden Match anzutreten. Samoa Joe habe daraufhin eine Ansage gemacht und einen beeindruckenden, flammenden Appell an die Professionalität der Wrestler gehalten. Die Rede habe schließlich auch Punk überzeugt, sein Match zu absolvieren.